Freunde, welcome to Reaction. Wir schauen uns das Video an von InScope Lifestyle. Es ist soweit. Ja, ich habe schon auf Instagram gesehen, dass es soweit ist. Sehr passendes Video hier heute an diesem wundervollen Muttertag auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Let's go rein da, Chat. Nein, da. Denkt, er wäre selber bloß zwei, Alter. Wir werden gleich noch ein paar Blaubeeren suchen. Drüben im Garten. Schaut jetzt bei Peter auf dem Schild vorbei. Ist gerade neue FLOG online gegangen. FLOG? Dankeschön. Meine Fresse, du bist aber auch gerade aktiv. Hör mal auf, so viele Videos rauszuholen. Meine Fresse, mit einer unter der aktivsten YouTuber im deutschen Segment. Aber mit dem Tag, mal ganz kurz das Office. Hier arbeiten meine Leute. Fürs Team. Und jetzt drehen wir einen Podcast mit Tim. Ja, ansonsten, was können wir sonst vom Office zeigen? Was kann ich für Sie tun? Herr Homm, wie mache ich richtig Business? Da steht Familie Homm drauf. Digga, wenn das jetzt Florian Homm sein Buch ist, ich wollte es mir schon kaufen, weil ich bin ja jetzt auch im Investment-Game tätig. Ne? Ey, Digga, es ist halt wirklich sein Buch. Digga, wie random ist das denn? Da ist sogar eine Zigarre drin. Wer ist das? Und dann werde ich sehr, sehr leer. Video auf HD? Ist doch. War, Florian, mein allerjüngster. Du bist herzlich eingeladen, Florian. Ja, lass uns bitte darüber sprechen, wie wir mit dem 80er Hebel hier Amazon Short. Bin ja sehr, sehr bereit dafür. Mein komplettes Erspartes auf eine Short-Position mit Liquidierungspreis in extremster Nähe des Einsatzpreises zu setzen und instant liquidiert zu werden. Denke, ja, das ist es. Wie ein Milliardär. What the fuck? Nicht wie ein Millionär, sondern wie ein Milliardär. Heute Morgen um 8 Uhr klingelt meine Mutter an meiner Tür. Ich denk so, Digga, es kann nicht Post sein, ich habe nichts bestellt. Ich habe schon gedacht, es ist Polizei, weil ich so eine Rechnung nicht bezahlt habe, wegen Steuerhinterziehung. Aber ist nicht so wichtig. War meine Mutter nur, kommt rein und sagt, du musst nach Berlin. Ich habe hier einen Business-Termin. Wir kriegen den neuen Mitarbeiter. Aber erst in 18 Jahren. Jetzt, wo ich wieder im Fitness bin, ist wichtig für Ernährung. Lecker Reis. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Und ich wollte mich schon die ganze Zeit mal was sagen. Es ist nur ein Glas. Jetzt geht's los. Warum sitze ich eigentlich hier und die ganze Zeit? Alle Sascha, deine Streamer-Zuschauer. Jetzt seht ihr Sascha Hellinger, der im Stream immer im Stream sitzt und sagt, oh Leute, das ist auf. Und jetzt da selber dabei. Bei ihm im Stream ist es ja auch immer so, die Leute machen sich Sorgen um mich, die Leute machen sich Sorgen um ihn. Der da gerade mit dem Wodka Soda in der Ecke sitzt und wartet, bis die Cam aus ist. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wenn ihr trinkt, dann setzt euch eine Grenze. Ja. Aber heute kann ich euch sagen, jetzt geht's los. Es gibt keine Grenze heute. Heute ist grenzenlos. Mef, was machst du am 8.5.? Ich campe im Ola Kalar-Shop. Und wie lange? Alles Liebe zum Muttertag. Vela, wünsche ich dir auch, du Cutie. Alles Gute, Mami. Die ganze Nacht. Kaufst du dann Waren im Wert von wie viel Euro? 2 Millionen. Sehr gut, Mef, so will ich dich hören. Mitarbeiter des Monats, gut. Kannst du eine Gehaltserhöhung? Am Abendessen. Wir sind heute mal wieder in einer kleinen Versammlungsrunde hier. Und ja? Das ist ein guter Take. So, meine besten News, das war mal wieder der Qualitätscontent schlechthin. Das war geiler FLOG. Ein paar andere Themen, um die ich mich kümmern musste. Kommt jetzt auch noch gleich kurz ein Talk von mir. Ich wollte noch ganz kurz sagen, heute Abend 19 Uhr, also wahrscheinlich während ich... Hat irgendwas Messi-haftes. Also so ein Messi irgendwie. Wenn du gerade schaut, das ist schon ziemlich viel Müll. Großes Sale von Ola Kalar. Wir ziehen mit unserem Lager. Oh, das ist schon viel Müll. Alle möglichen Kollektionen, ein paar Teile. Schaut gerne vorbei. Kuss geht raus, Leute. Viel Spaß beim Real Talk. Da müssen wir aufgeräumt Jutzen, werden. Meine besten allerjutsten. Es ist soweit. Ich glaube, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es ist nach meinem Ankündigungsvideo jetzt soweit. Ich bin Vater geworden. Es ist natürlich eine sehr, sehr neue Situation für mich, aber ich freue mich auf jeden Fall. Im Juni bin ich seit 12 Jahren YouTuber und ich sehe immer wieder Kommentare, wo Leute schreiben, ich verfolge dich jetzt seit 8 Jahren. Glückwunsch, seit 10 Daddy! Jahren, seit 7 Jahren. Und wie ich bei den Leuten einfach in der Entwicklung mitgegangen bin. So. Und ich muss sagen, das macht mich krass stolz. Und es ist auch teilweise ein bisschen verrückt, das zu lesen, dass manche Leute wirklich schon so lange so am Start sind. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin im Übrigen auch sehr, sehr dankbar dafür, dass viele Leute gerade unter dem Talk von Tim auch geschrieben haben und sich so ein bisschen dafür eingesetzt haben, wie man sich, sag ich mal, um so ein Kind kümmern sollte, worauf ich achten sollte, alles drum und dran. Und es freut mich auch zu sehen, dass so eine Verantwortung von den
Leuten von euch da draußen auf jeden Fall vorhanden ist. Ich möchte euch nichtsdestotrotz um eine Sache bitten. Ich bin in einer sehr, sehr neuen Situation, in die ich selber natürlich noch reinwachsen muss und wo ich selber natürlich auch noch viel lernen muss. Ich muss mich aktuell einfach darauf konzentrieren, dass ich alle Sachen, die in meinem Leben gerade stattfinden, bestmöglichst damit umgehe und bestmöglichst vereine. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es gibt viele Leute, die meinen, ihre Tipps und Tricks extrem aufdrängen zu wollen oder immer alles besser wissen zu können. Klar, weil Nico ist ja YouTuber und Influencer und dementsprechend ist es auch in Ordnung, ihm alles Mögliche vorzusagen, wie er mit seinem Kind umgehen soll wahrscheinlich, ne? Ja, also in der Öffentlichkeit irgendwie Vater oder Mutter zu werden oder so ein Kind großzuziehen und alle gucken dir irgendwie über die Schulter und sagen so, das machst du falsch und das und das und das. Boah, und vor allem was Erziehung angeht, hat hier jeder auch nochmal so seine eigene Meinung oder seine eigenen Techniken und sowas. Das ist, oh Gott. Können, weil sie gerade ein Video gesehen haben, wo sie das und das gesehen haben. Bitte euch das Thema mit Respekt zu behandeln. Ja. Und auch meine Situation mit Respekt zu behandeln. Meine Intention ist es immer, für alle das Bestmöglichste rauszuholen. Da stelle ich auch mal gerne meine eigenen Interessen hinten an. Es ist jetzt eine neue Verantwortung für mich und die nehme ich auf jeden Fall ernst. Ja, das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz gesagt haben. Ich hoffe, ihr habt den FLOG genossen. Ich wünsche euch alles Beste da draußen. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Glückwünsche, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe. Kuss geht raus, meine allerjutsten. Ich wünsche euch was. Kuss. Und wir sehen uns nicht beim nächsten Video. Was? Doch, bitte. Ich bitte drum. Ja, guter Vlog da am Anfang. Guter Real Talk auch noch zum Schluss. Finde ich schön, dass er nochmal so darauf eingegangen ist. Er hat auch frei gesprochen, viele Bilder benutzt, gute Stimmung getroffen von der Musik im Hintergrund. Nein, Spaß. War ein gutes Video, gute Worte hat er zum Schluss gefunden. Echt die gute Worte. +1.